Hallo, hier ist die Anna. Heute wollen wir zusammen eine neue Disney-Figur aus Lumgummis machen. Daisy Duck. Dafür braucht ihr euer Lumbot und eure Lumnadel. Außerdem 26 lilane, 71 weiße, 21 orangene und 24 rosa Gummis. Wenn ihr habt, braucht ihr auch noch 2 schwarze Perlen für die Augen. Dann geht es jetzt los. Wir fangen an mit den Armen und dem Schnabel von Daisy. Euer Lumbot liegt so vor euch, dass der rote Pfeil oben ist und zu euch zeigt. Wir spannen immer mit 2 Gummis. Wir fangen an mit den Armen. Ihr nehmt euch 2 lila Gummibänder und geht einmal nach unten. Dann braucht ihr eure weißen Gummis und geht mit 2 weißen Gummis dreimal nach unten. Als Ende wickelt ihr ein weißes Gummiband 4-mal. Das Ganze macht ihr nochmal. Jetzt machen wir noch den Schnabel. Ihr nehmt euch 2 orangene Gummibänder und geht 3-mal nach unten. Ans Ende wickelt ihr ein orangenes Gummiband 3-mal. Jetzt können wir die Arme und den Schnabel lumen. Das könnt ihr dann auf eine Nadel abziehen. Nun können wir schon Daisys Körper machen. Ihr nehmt euch 2 weiße Gummibänder und geht von der Mitte schräg nach rechts und nach links. Dann geht ihr rechts, links und in der Mitte 2-mal mit 2 weißen Gummibändern nach unten. Dann geht ihr rechts, links und in der Mitte 1-mal mit 2 orangenen Gummibändern nach unten. Dann geht ihr in der Mitte nochmal mit 2 weißen Gummibändern nach unten. Und den Kopf verschließt ihr, indem ihr von den Seiten mit 2 weißen Gummibändern schräg zur Mitte geht. Jetzt machen wir den Hals. Ihr nehmt euch 2 weiße Gummibänder und geht 1-mal nach unten. Jetzt machen wir die Schultern, die macht ihr mit lila. Also ihr geht von der Mitte schräg nach rechts und nach links mit 2 lilanen Gummibändern. Dann geht ihr in der Mitte nochmal mit 2 weißen Gummibändern nach unten. Dann geht ihr rechts, links und in der Mitte 2-mal mit 2 lila Gummis nach unten. Das verschließt ihr, indem ihr von den Seiten mit 2 lila Gummis schräg zur Mitte geht. Das ist jetzt das Oberteil. Jetzt machen wir noch den Po von Daisy. Dafür braucht ihr eure weißen Gummibänder. Ihr geht auf der rechten und auf der linken Seite mit 2 weißen Gummibändern 2-mal nach unten. Und in der Mitte 1-mal. Den Po verschließt ihr, indem ihr von den Seiten mit 2 weißen Gummibändern schräg zur Mitte geht. So, die Beine kommen jetzt direkt dran. Ihr nehmt euch 2 weiße Gummis und geht auf der rechten und auf der linken Seite 1-mal nach unten.
Dann geht ihr auf der rechten auf der linken Seite mit zwei orangenen Gummis zweimal nach unten. Jetzt machen wir noch den Schuh von Daisy, den machen wir hier in der Mitte. Ihr nehmt euch drei rosa Gummibänder und geht einmal hier in der Mitte nach unten. Dann nehmt ihr euch ein rosa Gummiband und wickelt es viermal rum. Das Teil könnt ihr dann, den Schuh könnt ihr dann lumen. Dann zieht ihr das auf eure Nadel ab. Und diesen Schuh könnt ihr auf diesen Stift, spannt ihr auf diesen Stift. Das Ganze macht ihr nochmal. Als nächstes machen wir die Arme an Daisys Körper. Die gebt ihr auf diese zwei Stifte. Jetzt müssen wir noch Daisys Puppe ein bisschen dicker machen. Dafür nehmt ihr euch zwei weiße Gummibänder und fangt hier an und geht zweimal nach unten. Das gleiche macht ihr auf der anderen Seite. Jetzt habt ihr hier zwei Lagen. Wir lumen aber jetzt erst die obere Lage. Ihr nehmt euch ein weißes Gummiband, wickelt es ans Ende dreimal. An der anderen Seite auch. Jetzt nehmt ihr euch ein weißes Gummiband, gebt es über diese drei Stifte. Jetzt können wir den dickeren Popo lumen. Ihr geht hier rein, drückt das dreier umgewickelte Gummiband weg, nehmt euch die obersten zwei weißen und lumt sie nach vorne. Geht ihr hier ran, drückt das Dreieckband weg, nehmt euch wieder die obersten zwei weißen und lumt sie nach vorne. Das gleiche macht ihr auf der anderen Seite. Jetzt setzen wir dieses Teil noch an die Seite. Dafür geht ihr mit dem Finger hier rein und zieht es so zur Seite, dass es hier an der Seite so liegt. Jetzt machen wir noch die Augen. Die Augen habe ich schon auf ein weißes Gummiband gezogen. Wie das geht, findet ihr in meiner Rubrik Tipps und Tricks mit Anna. Die Augen gebt ihr auf den zweiten Stift. Dann zieht ihr euch eure Augen auseinander. Jetzt spannen wir noch Dreieckbänder, damit am Ende nichts auseinanderfallen kann. Ihr nehmt euch ein weißes Gummiband und gebt es über diese drei Stifte normal. Dann nehmt ihr euch ein ledernes Gummiband und gebt es über diese drei Stifte doppelt. Drunter gebt ihr nochmal ein lilanes Gummiband, aber normal. Jetzt können wir lumen. Ihr geht hier rein, drückt euch den Schuh weg und dann nehmt ihr euch die zwei orangenen Gummibänder und lumt sie nach vorne. Das macht ihr auf der anderen Seite auch. Nehmt ihr euch diese zwei orangenen Gummibänder und lumt sie nach vorne. Das gleiche macht ihr auf der anderen Seite. Das gleiche macht ihr mit diesen zwei weißen. Jetzt geht ihr hier rein, drückt die Popo, das dickere vom Popo weg. Dann nehmt ihr euch hier die obersten zwei weißen und lumt sie zur Mitte. Dann geht ihr hier nochmal rein, nehmt euch die untersten zwei weißen und lumpt sie nach vorne. Das gleiche macht ihr auf der anderen Seite. Hier nehmt ihr, geht ihr hier
Nehmt euch die untersten zwei weißen und nehmt sie nach vorne. Jetzt kriegt ihr hier das Dreieckband weg, nehmt euch dann die zwei weißen und lohnt sie nach vorne. Das gleiche macht ihr auf der anderen Seite. Ich gebe euch einen Tipp, jetzt erstmal hier schön runterdrücken. Jetzt geht ihr nämlich hier rein, nehmt euch die obersten zwei lilanen, lohnt sie nach vorne und schräg nach rechts. Geht ihr hier nochmal rein, nehmt euch die nächsten schräg nach links und die letzten nach vorne. Hier nehmt ihr euch die untersten zwei lilanen Gummibänder. Und lohnt sie nach vorne. Das gleiche macht ihr auf der anderen Seite. Und lohnt ihr in der Mitte einmal nach vorne. Jetzt geht ihr hier, drückt das doppelte Dreieckband weg. Dann nehmt ihr euch die zwei lilanen und lohnt sie nach vorne. Das gleiche macht ihr auf der anderen Seite. Jetzt ist wichtig, dass ihr erst die zwei lilanen zur Mitte lohnt und dann erst das weiße, damit es dann so aussieht. Ihr geht hier rein, drückt den Arm weg, dann nehmt ihr euch die untersten zwei lilanen und lohnt sie zur Mitte. Das gleiche macht ihr auf der anderen Seite. Und jetzt lohnt ihr hier die zwei weißen nach vorne. Hier geht ihr jetzt rein und nehmt euch die untersten zwei Gummibänder, das müssen die weißen sein, und lohnt sie nach vorne. Jetzt geht ihr hier rein, nehmt euch die obersten zwei weißen, lohnt sie nach vorne dahin, wo sie herkommen. Die nächsten und die letzten. Jetzt lohnt ihr in der Mitte die zwei orangenen nochmal nach vorne. Und jetzt bringen wir den Schnabel an. Den gebt ihr auf diesen Stift. Jetzt nehmt ihr euch das dreierum gewickelte Gummiband und gebt es wie einen Bogen auf diesen Stift. Jetzt können wir weiter lumen. Ihr geht hier rein, drückt alles weg, nehmt euch die untersten zwei Orangen und lumt sie nach vorne. Das gleiche macht ihr auf der anderen Seite. Dann drückt ihr hier den Schnabel weg, dann nehmt ihr euch die zwei weißen und lumt sie nach vorne. Das gleiche macht ihr auf der anderen Seite. Geht ihr hier, nehmt euch die zwei weißen und lohnt sie nach vorne. Das macht ihr gleich nochmal in der Mitte. Jetzt geht ihr hier, drückt das Augenband weg und dann nehmt ihr die zwei weißen und lohnt sie nach vorne. Das gleiche macht ihr auf der anderen Seite. Jetzt geht ihr hier rein, nehmt euch die zwei weißen und lohnt sie schräg zur Mitte. Das gleiche macht ihr auf der anderen Seite. Zum Schluss machen wir noch einen Knoten und dann können wir unsere Daisy abziehen. Ihr macht hier oben einen Knoten, diesmal mit einem rosa Gummiband. Ich gebe euch einen Tipp, wenn ihr eure Daisy abzieht, empfehle ich euch eine ganz normale Häkelnadel und dann könnt ihr mit der Rückseite abziehen, dann bleibt man nicht dauernd hängen. Dann könnt ihr euch eure Augen noch ein bisschen rausziehen. Jetzt will eure Daisy natürlich noch eine Schleife auf den Kopf. Dafür braucht ihr eure rosanen Gummibänder. Ihr nehmt euch zwei und geht mit zwei dreimal nach unten. Ans Ende wickelt ihr ein rosanes Gummiband dreimal. Das Ganze macht ihr nochmal. Die Teile könnt ihr dann lumen.
Das könnt ihr dann noch auf eine Nadel abziehen. Okay, jetzt nehmt ihr euch das dreierum gewickelte Gummiband von dem vorderen und gebt es wie einen Bogen auch auf die Nadel. Jetzt dreht ihr euch das andere Ende in die andere Richtung und dann macht ihr das gleiche, also ihr nehmt euch das dreierum gewickelte Gummiband, gebt es wie einen Bogen auch auf die Nadel. Schiebt ihr dann zusammen und das Ganze zieht ihr auf ein rosa Gummiband. Dann gebt ihr beide Enden auf die Nadel und mit diesen beiden Enden macht ihr einen Knoten. Jetzt wird es ein bisschen schwierig und ein bisschen knifflig, weil jetzt muss die Schleife auf den Kopf. Als erstes nehmt ihr euch das Knotenband und wickelt es in der Mitte um die Schleife dreimal. Okay, jetzt kommt sie auf den Kopf. Ihr legt die Schleife hier so hin und hält sie hin. Dann nehmt ihr euch das Knotenband eurer Daisy und gebt es hier nach hinten durch. Und dann zieht ihr es über dieses Schleifenteil. So. Und fertig ist eure Daisy Duck. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und wenn ja, gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Im nächsten Video zeige ich euch, wie man Donald Duck aus Lungengummis machen kann. Tschüss, eure Anna.